Was für eine Sauerei. In Splatoon klecksen und spritzen wir uns durch die Arenen von Inkopolis. Also schnappt euren Regenmantel und packt eure Gummistiefel aus. In unserem Splatoon-Review geht es nämlich nass und bunt zu. Farbkanone ausrüsten und dann eine riesen Sauerei veranstalten. Mit Splatoon wird der Traum eines jeden kleinen und auch so manch großen Kindes wahr. Zumal die Tintenkleckse auch noch wunderschön aussehen. Wir starten unsere Karriere als professioneller Farbspritzer in einem Tutorial, welches uns die fundamentale Steuerung erklärt. Kurz darauf geht es in die Stadt Inkopolis, die sich als eine Art Hub herausstellt. Hier könnt ihr nicht nur neue Farbwaffen und Ausrüstungsgegenstände für euren Inkling erwerben, sondern auch direkt in die Lobbys der Multiplayer-Matches gelangen. Auch einen Kampf gegen Freunde im lokalen Koop könnt ihr von hier aus beginnen. Die Kämpfe laufen wie folgt ab. Zu Beginn steht euch der Modus Revierkampf zur Verfügung, bis ihr Stufe 10 erreicht. Danach schaltet ihr einen weiteren Modus frei, in dem euer Inkling sein Unwesen treiben kann und verschiedene Zonen mit den anderen Teamkameraden einnehmen und verteidigen muss. Zwei Teams zu je 4 Spielern treten im Revierkampfmodus in verschiedenen Arenen an und versuchen innerhalb von 3 Minuten so viel Bodenfläche wie möglich mit der teameigenen Tintenfarbe einzufärben. Dies geschieht durch das Feuern verschiedener Spritzpistolen, das Rollen von großen Farbklecksern sowie das Werfen von Farbbomben. Wer natürlich will, der kann sich auch auf das Ausschalten anderer Spieler spezialisieren, anstatt nur den Boden einzusauen. Die verschiedenen Waffen machen es möglich. Der konzentrierte Kleckskondensator hat beispielsweise zwar eine geringe Feuerrate, aber für gegnerische Inklings reicht meist ein guter Treffer aus, um sie zurück ins Respawn-Fenster zu schicken. Wer nämlich zu viel feindliche Tinte abkriegt, der muss kurz warten, bis er wieder an dem Farbkrieg mitmachen darf. Sehr praktisch dabei, nach dem Respawn könnt ihr euch sofort zu einem eurer Teamkameraden teleportieren, um wieder direkt an der Farbfront weiterzukämpfen. Wer lieber auf Masse statt Konzentration setzen will, der greift zum Klecksroller und färbt zwar mit einer geringen Reichweite, dafür aber massenhaft Tinte alles um. Hat euer Inkling eine bestimmte Anzahl an Tinte erfolgreich verteilt, so könnt ihr eine Spezialfähigkeit aktivieren, die euch in eurem Kampf gegen das feindliche Team von großem Nutzen sein wird. Nutzt zum Beispiel für begrenzte Zeit einen Farbwerfer, der Tornados von Tinte über das Spielfeld rasen lässt, oder blast eure Feinde mit einer Heulboje vom Spielfeld. Wer erstmal genug vom zügigen Multiplayer-Geklecks des Splatoons hat, der kann jederzeit alleine dem alten Captain Kuttelfisch helfen, die Oktarianer zurückzuschlagen. Die bösen Oktopoden versuchen nämlich Inkopolis anzugreifen und ihr könnt in Form von einzelnen Missionen die anrückende Gefahr aufhalten. Das Lösen von kleinen Geschicklichkeitsaufgaben sowie häufiges Schießen auf die feindlichen Kreaturen sind hier der Schlüssel zum Erfolg. Während eures Streifzuges sammelt ihr Punkte, die ihr dann für neues Equipment oder das Verbessern von Waffe oder Tintentank eures Offline-Helden ausgeben könnt. Mit knapp 30 Missionen über 5 Welten verteilt hat man auch offline einiges zu tun. Am Ende jeder Welt wartet außerdem ein knackiger Bossgegner darauf, besiegt zu werden. Nur im Mehrspielermodus aber könnt ihr Geld verdienen, welches ihr dann für neue Klamotten, Hüte, Schuhe und natürlich neue Farbwaffen für die Online-Kämpfe in den einzelnen Läden ausgeben könnt. Diese verleihen euch kleinere Boni, wie eine kürzere Respawn-Zeit oder ein schnelleres Aufladen eurer Spezialfähigkeit. Auf die Vielzahl an Ausrüstungsgegenständen und Waffen, die es freizuspielen gilt, kommen leider insgesamt nur 2 Spielmodi mit nur 5 Multiplayer-Karten. Ab Ende Juni sollen aber Online-Turniere und weitere DLCs über den Sommer verteilt anstehen. Ob letztere kostenpflichtig sein werden, ist bisher noch unklar. Auf der Wii U zaubert Splatoon einen tollen Look auf dem Bildschirm. Wer sich mit dem kindlichen Design anfreunden und die stufigen Kanten an Umgebung und Charakteren ignorieren kann, der wird auf seine Kosten kommen. Besonders über die plastische Tinte, welche in abwechselnden, grellen Farben den Arenaboden nach einer Schlacht ziert, staunte ich immer wieder von neuem. Die Farbkämpfe laufen in einer schnellen und ununterbrochenen Bildrate über den Bildschirm und auch eine Option zum Einstellen einer immer gleichen Teamfarbe gibt es, sodass man bei all dem bunten Gekleckse den Überblick einfacher bewahren kann. Bei erstmaligem Starten des Spiels schreckte mich die voreingestellte Gamepad-Zielsteuerung ab. Mit Hilfe von Neigen und Drehen des Gamepads kann nämlich das Fadenkreuz bewegt werden.
Zocker mit klassischer Shooter-Erfahrung können zum Glück auf die gewohnte Analog-Stick-Steuerung wechseln, die einem das Leben hier wesentlich erleichtert. Ebenfalls eine schöne Nebenbeschäftigung bietet ein nettes, pixeliges Minispiel auf dem Gamepad, während ihr darauf wartet, dass sich die Multiplayer-Lobby so langsam füllt. Splatoon ist Multiplayer mal anders. Hier werden keine Headshots oder Knife-Kills belohnt, stattdessen liegt der Fokus hier auf Teamgeist und dem klugen Einsatz von Farbbomben und Spezialfähigkeiten. Abgesehen von dem Solo-Modus, der euch eine Zeit lang gut beschäftigen kann, fühlt sich Splatoon aber in Sachen Umfang noch etwas karg an. Nur 5 Multiplayer-Karten und 2 Modi sind meiner Meinung nach etwas wenig für einen Titel, der sich in Sachen Multiplayer noch so breit entfalten könnte. Splatoon bietet bunten Multiplayer-Spaß für die ganze Familie, der mit einer tollen Optik auch offline für Unterhaltung sorgen kann. Ich bin gespannt, was Nintendo diesen Sommer noch alles für meinen Inkling bereithält.